Mein Name ist Markus Bertuch, ich komme von der Agrargenossenschaft Maud-Rode-Herrin. Wir haben eine Truschfläche von ca. 1900 Hektar, hauptsächlich im Anbau Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen, Dinke und Winterraps. Wir besitzen drei Mähdrescher, zwei Käs davon, ein 9230 und ein 9240 und haben auf den Käsmähdreschern zwei Lenksysteme von Käs, zwei Mobile RTK. Vorteile waren für uns besonders diese hohe Spurgenauigkeit, die wir damit haben, sodass wir mit allen drei Mähdreschern gleichzeitig im Feld fahren können, ohne dass ein großer Spurversatz entsteht. Und wir dadurch eine hohe Genauigkeit haben und wenig Überlappung und eine genaue Anlegung der Fähte. Vor allem auch bei uns an den Bergen, wir haben sehr starke Hangneigung und haben dort eben auch sehr gute Erfahrungen gemacht und deswegen uns für dieses System entschieden. Kuba Agrartechnik ist ein sehr treuer Partner bei uns in der Nähe. Er ist also nicht weit entfernt von uns, 10 Kilometer nur. Und wir haben mit ihm sehr gute Erfahrungen gemacht, hat eine sehr gute Kompetenz, was auch Lenksysteme betrifft. Hat auch in der Nähe hier eine RTK-Station und dadurch haben wir natürlich eine sehr gute Abdeckung hier mit den RTK-Funken.